Gut, bei uns Per Lockel, die neue Nummer 20 beim Waldhof, defensives Mittelfeld, kommt aus Gladbach, von Gladbach 2. Deshalb haben wir hier mal Platz genommen, so ein bisschen dein Gladbach-Grün vereint noch mit dem Waldhof. Und ja, herzlich willkommen in Mannheim. Wie bist du hier angekommen? Wie sind die ersten Tage sozusagen rumgegangen in der schönen Stadt Mannheim? Ich habe mich gut eingelebt. Ich hatte ja das Glück, dass der Wechsel schon relativ früh feststand. Deswegen konnte ich den Umzug und alles relativ früh gestalten und habe schnell eine Wohnung gefunden, habe mich mit meiner Freundin und unserem Hund eingelebt. Hatte dann auch schon vor Saisonstart ein bisschen Zeit, mir die Stadt anzugucken, die Umgebung anzugucken, und bis jetzt alles gut. Die Nähe nach Hause ist natürlich auch super. Ich komme ja eigentlich aus Frankfurt. Hatte ich jetzt die letzten Jahre so auch nicht. Und ja, die ersten Eindrücke sind super. Genau, die allererste Station war ja beim FSV in der Jugend in Frankfurt, bevor es dann ein bisschen auf Reise ging mit Stuttgart, wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und dann ganz lange Zeit jetzt auch in Gladbach gewesen. Wir haben in der Regionalliga damals auch mal gegen Gladbach 2 gespielt. Das ist aber wirklich schon Ewigkeiten her. Was ist dir vom Waldhof denn so bekannt? Ich meine, wenn du aus Frankfurt dagegen kommst, dürfte der Waldhof ja jetzt auch nicht so unbekannt sein, oder? Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass bei uns in der Umgebung auch, ich sag mal, ich glaube, viele Frankfurt-Fans sympathisieren ja auch mit dem Waldhof. Dadurch, sag ich mal, haben sich bei mir die Nachbarn und alle, die haben sich auch gefreut, als dann sozusagen der Wechsel feststand. Und klar, wenn man jetzt in Frankfurt wohnt und die sich die größten Clubs in der Umgebung anschaut, da, klar, hast vielleicht noch Darmstadt und dann kommt ja eigentlich auch schon Waldhof, wenn man jetzt so den Umkreis als nächstes sieht. Und ich hatte auch das Glück, dass ich in der Rückrunde schon auch mal ins Stadion gehen konnte beim Heimspiel. Und klar, das hinterlässt natürlich schon Eindruck. Wie fandest du es? Ja, weil ich glaube, zweite Mannschaften ist wahrscheinlich nicht so eindrucksvoller, weil ihr könnt mir ja vorstellen, du warst ja in Gladbach genauso mal beim Bundesligaspiel, in Stuttgart auch. Wie findest du das mit dem Vergleich vom Waldhof? Ich habe leider eine Niederlage gesehen, muss ich sagen, aber die Unterstützung war super. Natürlich ist es kein 50.000 Stadion, aber da entsteht schon ein richtiger Hexenkessel, muss man sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall, in so einem Stadion zu spielen, weil in der zweiten Mannschaft hast du natürlich nicht so viele Zuschauer. Spielst vielleicht mal, wir hatten jetzt in der Liga 2-3 Mannschaften mit Aachen, Münster, wo auch mal volles Haus war. Aber klar, da freut man sich, dass die Stadien jetzt immer voller werden. Wenn wir jetzt auf deine Position eingehen als defensiver Mittelfeldspieler, hast du ja schon ein bisschen Konkurrenz auch hier in der Mannschaft, auch von Leuten, die jetzt nicht frisch dabei sind. Wie schätzt ihr euch mal als Team defensive Mittelfeldspieler ein? Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut besetzt sind im Zentrum. Sehr variabel, auch unterschiedliche Spielertypen. Also ich glaube, da kann der Trainer eigentlich auf alles zugreifen, was vielleicht auch für den jeweiligen Gegner passt. Ich spüre einen gesunden Konkurrenzkampf. Jeder will natürlich seine Chance ergreifen. Also ich muss sagen, es sind fast schon die, mit denen ich mich am besten verstehe auf meiner Position. Deswegen, da ist jetzt nicht irgendwie falscher Neid oder irgendwas. Also wir pushen uns gegenseitig hoch und am Ende ist es Leistungssport und der Bessere hat vielleicht erstmal die Nase vorne. Wenn Per Lockel komplett gesund ist, fit und 100% leistungsfähig, auf was können wir uns dann freuen? Was zeichnet dich aus? Ich glaube, dass ich einer bin, der mit sehr viel Intensität spielt. Also ich bin auch so über die Jahre immer ein bisschen mehr zurückgewandert. Ich war am Anfang eher so ein Zehner und jetzt ist so immer mehr so ein bisschen das Dreckige auch rausgekommen. Aber trotzdem will ich jetzt meine fußballerischen Qualitäten jetzt nicht außer Acht lassen. Ich mit meinem linken Fuß glaube ich schon, dass ich viele tödliche Bälle auch spielen kann, so viele vorletzte Pässe oder im besten Fall dann auch letzte Pässe. Versuche auch immer mehr jetzt auch Richtung Tor, auch selber wieder die Torgefahr, die ich auch beispielsweise in Stuttgart hatte, und auch über die Standards komme ich gerne, also Ecken, seitliche Freistöße und sowas, um da einfach auch für Gefahr zu sorgen. Und ich glaube, dass ich einer bin, der sehr gut auch Pressing auslösen kann und da eben den auch mal wichtige Balleroberungen zu generieren, die dann vielleicht nicht spektakulär sind, aber halt eben irgendwas Gutes dann kreieren können. Ja, sehr cool, sehr cool. Also uns freut es auf jeden Fall. Ich glaube, dein Transfer, da er auch so früh war, hat, glaube ich, auch sehr, sehr Positives ausgelöst bei den Fans. Also ich habe
durchweg Positives gelesen. Da war nicht irgendwie eine Kritik so, aber wer ist das? Sondern ich glaube, man, wenn man danach geschaut hat, hatte man sich dann schon sehr auf dich gefreut. Hast du auch das Gefühl, so die Mannschaft, dass wir wirklich auf einem geilen Weg sind? Vielleicht jetzt auch mal in Bezug aufs Trainingslager. Wie war das so? Ich glaube, es war auch gut, dass jetzt vor dem Trainingslager drei neue nochmal kamen. Also klar, man weiß nicht, was noch passiert, aber wir haben ja jetzt schon mal eine gute Mannschaftsstärke und es war dann auch wichtig, dass auch alle von denen auch mit im Trainingslager waren. Und ich finde, wir haben eine super geile Truppe, auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Also es ist ja auch wichtig, dass wir uns untereinander gut verstehen, dass wir da auch füreinander durchs Feuer gehen. Also ich glaube, da können sich die Fans auf jeden Fall auf was freuen. Ja, jetzt habe ich gesehen, ihr habt Volleyball, glaube ich, gab es mal, Beachvolleyballturnier, oder? So in der Art, wer ist der größte Versager auf dem Beachvolleyballfeld und wer ist derjenige, mit dem man am besten zusammenspielen sollte? Ja, Versager, da will ich jetzt keinem... Doch, wollen wir. Komm, sag einen Namen, ist egal. Ich diskutiere das mit ihm aus. Boah. Also wer ist wirklich so... Also eigentlich war es sogar der Mann hinter der Kamera. Der Yannick. Okay, gut. Aber ist ja auch in Ordnung, also... Naja, ob das in Ordnung hat ist, ja aber... Hat andere Qualitäten. Okay, wir nehmen das so mit. Ich spreche mit Yannick dann nochmal über das. Also sollte man am besten sagen, Yannick, möchtest du nicht lieber filmen, wenn wir Volleyball spielen? Er kann am besten filmen. Okay. Und wer war jetzt derjenige, den man in der Mannschaft braucht? Ja, der war leider angeschlagen beim Volleyball, aber der Pascal Sohm. Naja, Sohm. Dem würde ich gerne ein paar auflegen. Okay, gut. Nehme ich so mit. Das nehme ich auf jeden Fall so mit. Gut, dann der erste Gegner, 1860, genau der richtige für den Saisonstart? Also ich finde es geil, ich hätte natürlich gerne ein Heimspiel gehabt, aber ich glaube, es ist auch erst recht für die dritte Liga noch nicht kennen, es ist direkt ein Highlight. Ich kenne da jetzt auch einen aus meiner Mannschaft, aus Gladbach, ist jetzt auch direkt nach 1860 gewechselt, da freue ich mich auch drauf, den wiederzusehen. Und ich glaube, in der dritten Liga gibt es eh kein einfaches Auswärtsspiel, deswegen ist es eigentlich egal, wohin zuerst, aber ist, glaube ich, schon ein geiles Spiel zum Start. Denke auch. Dann wünschen wir dir Gesundheit, dass du gesund bleibst, dich nicht verletzt, dass du genau das ablieferst, was du dir vorgenommen hast. Und dann freuen wir uns auf eine richtig geile Saison mit dir auf Essen. Vielen Dank. Dankeschön.